Ich meine nicht, dass es nicht besser ist, aufzugeben. Aufgeben auf keinen Fall. Das, ich kann nicht konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich. Ne? Und das Letzte ist dann diesen. Ja, ich habe 11 Jahre Knast weg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsheim da und so eine Scheiße und alles. Ne? Und ich scheiße auf mein Leben. Und das meine ich ganz im Ernst. Ja. Aber die anderen, die Unschuldigen? Kann ich nichts fühlen. Und wie geht's jetzt weiter? Was wollen Sie im Moment machen? Ja, wir warten jetzt erstmal. Also um die 300.000-400.000 noch. Nochmal 300.000. Welche Chance rechnen Sie sich aus, davon zu kommen? Für mich ist es absolut sicher, dass ich davon komme. Entweder da oder weg. Ne? So einfach sein. Und die meinen da, die können. Wie kam das so ganz spontan, der Wunsch, zu viel Geld zu kommen? Oder was? Ich bin von Haus aus ein Verbrecher. Also innerlich. Für mich gibt es kein Arbeiten und auch keine Moral und so eine Scherze da. Ne? Ich will nach vorne kommen, ich will leben. Und das hängt aber auch mit dieser ganzen politischen Scheiße da zusammen und so. Da muss ich mal Hand vorne. Ja, ich war 11 Jahre im Knast und da konnte ich wohl schlecht lernen. So. Ich habe auch kein Interesse dazu gehabt. Ne? Auch wegen mehrere Sachen, da fing ja so mit Kaufhausdiebstähle an, Einbruch und Körperverletzung und schwere Körperverletzung. Dann habe ich mal im Knast habe ich da Beamten angestochen mit Messer im Hals und so. Und ja, habe ich dann noch 2,5 Jahre dabei gekriegt. Ne? Ja, bis jetzt ist ja noch keiner eingetroffen. Da die Polizei ist ja zu feige zu kommen. Ne, die sind ja so harte Jungs da mit ihrem Sondereinsatzkommando und was sie da alles haben. Und ich hatte schon ein paar Mal am Telefon auch in der Bank gesagt, der Oberkommissar Derksen oder wie der heißt, ich weiß nicht, Manfred Derksen, oder Derksen, egal. Da habe ich gesagt, hier kannst du ruhig vorbeikommen, ich spreche mit dir und alles, kannst auch wieder rausgehen, aber er hat Angst. Ne? Im Eifer des